Moin, ich bin Malermeister Andi und willkommen zum Weihnachtskalendertag Nr. 12. Viel Spaß beim Video. Ich habe wieder eine Musterplatte für euch vorbereitet und diesmal spachteln wir Stucco Vencolor. Der mineralische Basis mit so Goldplättchen, sag ich mal, das ist aber auch ein Mineral. Sieht nachher ganz geil aus, habe ich auch schon in mehreren Videos bei mir angewendet. Einmal bei Julia im Schlafzimmer oder eine TV-Rückwand habe ich auch schon damit gemacht. Aber jetzt zeige ich euch das hier nochmal auf der Platte. So, Farbton ist Nero. Ihr seht, Masse ist ordentlich dunkel, aber der trocknet noch um einiges heller auf. Wir legen mal los und spachteln mal die Platte. So, die Platte ist gespachtelt. Das müssen wir jetzt eine ganze Zeit anziehen lassen, damit wir es nochmal glätten können. Ich sage wieder kreative Technik, man kann machen, was man will. Man könnte es aufreißen, man kann es glatt verpressen. Man kann es strukturieren, wie man möchte. Das ist halt immer der eigene Geschmack. Ich mache die Platte mal ein bisschen glatter. Also lassen wir es jetzt ordentlich antrocknen, damit wir dann im Nachhinein immer wieder schön verpressen können. Also bis gleich. So, ich habe schon mal geschaut, ob man anfangen kann zu verpressen an dem und dem Bereich. Und man kann schon mal anfangen. Es ist noch nicht perfekt, aber man kann anfangen. Ich sage immer wieder kreative Technik. Man kann natürlich immer wieder und immer wieder und immer wieder rübergehen. Umso glatter ist es nachher. Aber ist wie immer Geschmackssache. Aber ich fange schon mal an, das erste Mal zu glätten. Fürs erste Mal gar nicht so schlecht. Das müssen wir jetzt wieder anziehen lassen und dann können wir gleich nochmal nachziehen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn das natürlich eine große Wand ist, fängt man an aufzuziehen und dann fängt man auch gleich an wieder nochmal nachzugehen, weil die Wand natürlich größer ist und da das alles ein bisschen schneller antrocknet. Hier müssen wir jetzt leider wieder ein bisschen warten. Wir sehen uns gleich wieder. So, die Platte ist jetzt fertig. Ich habe die Kamera jetzt nicht eingeschaltet für jedes Mal nachglätten, sonst hätte ich sie dutzende Male einschalten können. Ich bin soweit zufrieden mit der Platte. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr die Technik findet. Denn ich finde, man kann immer sehr gut mit Akzenten arbeiten, auch wenn sie recht dunkel sind, wie ihr hinter mir seht in meinem Wohnzimmer. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben geben. Wenn ihr keine Videos verpassen möchtet, könnt ihr gerne kostenlos diesen Kanal abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder um 18 Uhr. Bis dahin. Ciao.